Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Oh yeah. Heute werden wir versuchen, mal Ellie zu finden. Dafür müssen wir jetzt erstmal am Baumstamm vorbei und Okay, hier rüber los. springen, was sehr gefährlich ist fürs Pferd, aber egal. Aber wie ist Ellie hier Die Spur durchgekommen? geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Was ist das? Was ist Komm. das für ein Bereich hier? Keine Ahnung, wir rennen aber hier weiter lang. Ist wahrscheinlich, damit die Welt nicht ganz so geradlinig verläuft. Dass man auch mal irgendwie rechts und links vorbeigehen kann. Ja, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Hoffentlich. Sieht sicher aus. Was macht sie denn hier? Kann ich absteigen? Achso. Vorsicht. Ellie? Aber schön hier. Ellie? Ich bin hier. Oh, Herrgott. Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal unterhalten. Sie ist jetzt wahrscheinlich oben. Oh, Ratten. Und ich schaue mich mal so lange hier ein bisschen um. Irgendwas muss hier doch zu finden sein. Ah, Dreck. Ich muss mal zu den Waffen wechseln, ey. Krieg ich ja hier gar nichts mehr gebacken. Alkohol brauche ich so gut wie gar nicht. Null. Lumpen. Keine Ahnung, wieso ich Mull dazu sage. Ja, auch nicht. Das Einzige, was uns wirklich fehlt, ist Munition. Ziemlich viel Munition. Aber wir haben verschiedene Waffen. Von daher ist das nicht so schlimm. Wo könnte sie sein? Vielleicht da hinten irgendwo. Deswegen gehe ich zuerst mal in die Räume. Oh. Da ist der Comic, den sie immer liest. Nullpunkt. Kann ich die auch angucken? Und lesen? Oh. Ich finde es klasse, wie die amerikanischen Häuser geschnitten sind. Weil hier hast du eine Toilette und hier echt für zwei Zimmer eine Toilette. Es ist richtig cool. Es gibt sowas in Deutschland nicht. Ich meine nicht, dass ich es mir leisten könnte. Okay, da ist eine Tür, da wird Ellie vielleicht sogar drinne sein, deswegen lassen wir es erstmal noch. Gucken weiter. Okay, es sind überall Türen. Das heißt, wir können hier ruhig reingehen. Sie wird wahrscheinlich hinter der Tür sein, wo ein Spalt offen ist. Alkohol und Moll. Ja. Dass ich jedes Mal noch nachgucken muss. Hat sie hier früher gewohnt? Ist sie das auf dem Bild? Rechts? Könnte sein. Könnte sein, dass sie hier einmal gewohnt hat. Und sie einfach nur nochmal nach Hause wollte. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme?
Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Ach, nee. Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Sie ist ja in dieser Zeit geboren worden. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gedicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Oh Mann. Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Die zwei kommen gerade rein. Und da sind schon welche da. Ich werde mich hier umsehen. Sieh da drüben nach. Oh. Wo ist der Typ? Schlechtes Timing für mich. Okay, er ist da definitiv alleine. Muss Munition sparen. Komm. Komm schon. Am besten wäre es noch, wenn jemand eine Stange dabei hätte oder so für mich. Mir fehlt nämlich eine. Ah, er hat schon mal einen Schläger oder so. Das ist gut. Gibt's keine andere Tür, ne? Ach, das sind meine Jungs. Und Mädels. Oh, er hat hingeguckt. Oh, Sackgasse. Naja, immer noch besser als meine Waffe. Es dürften ungefähr 4 sein, ne? Verteilen! Ah, ein bisschen mehr. Ich gehe wieder hoch. Will einer von euch hochkommen? Ich glaube, das Messer, was ich habe, ist sehr effektiv, ne? Ich meine, okay. Das ist eine spitze Waffe. Eine scharfe Waffe, besser gesagt. Spitze ist was anderes. Komm, mach keinen Scheiß, hau nicht ab. Oh Gott. Sieht das? Sieht das? Verdammt! Verdammter! Selbst auf jeden Fall sehr lange nicht gesehen. Sie müssen zu mir kommen, nicht ich zu ihnen. Schön. Oh Gott, nein, 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 nein. Ach Mist. Die Waffe ist gut. So, wo hatten wir die Mull gesehen? Okay, alles sauber.
Gehen wir raus zu den Pferden. Bin gleich da. Sehr schön. Ups, ich muss die erstmal einsetzen, ne? So, dann stellen wir doch glatt mal einen her. Ich finde, das ist schnell genug. Wieso sollte ich noch schneller basteln sollen? Oh, das war ziemlich viel. Hatten wir oben noch irgendwo Alkohol gefunden? War da nicht irgendwas? Ich erinnere mich an irgendwas Alkoholmäßiges. Das ist nur meine Waffe. Echt hier im Bad? Ja. Gut, Mulle ist wieder voll, das ist kein Wunder. Wir haben auch ein ganz großes Stück gefunden. Sorry, Ellie. Kann nichts an der Meinung von ihm ändern. Ah, zum Glück habe ich das noch gefunden. 55, ne? Maximale Gesundheit wollen wir, ganz wichtig. Sie will mir nicht mal in die Augen gucken. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Ey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Ich dachte, wir wären da. Kriegt das andere Team den Ball. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Oh, ich kann vom Pferd absteigen. Das heißt, wir gehen noch nicht rein. Gehen wir. Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um, ne?
Aber gut, scheint nichts zu sein. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht rein. Na komm. Was haben wir denn hier? Ah, hallöchen. Ruhig, Kallus. Was ist Kallus überhaupt für ein Name? Rutsch du mal. Hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Kallus. Cooler Name. Ah, das kann sich auch nur Frauen ausdenken, Kallus. Ist das ein Pilz? Nee, ist ein Hydrant. Ich wollte schon sagen, was ist das für ein roter Pilz? Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Ist diese Tür offen? Nein, ist sie nicht. Schade. So viele Ecken, aber nirgendwo ist was zu finden. Ich meine, gut, die Blumen haben wir gefunden. Ach, was haben wir denn da hinten? Und die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? What is this? Ist das ein Flammenwerfer? Ist das ein Flammenwerfer? Wieso bekomme ich einen Flammenwerfer? Ist ein bisschen enorm, das Ding, aber gut. Ich nehme es gerne. Ich glaube, damit kann man super Zombies wegschmetzeln, ne? Ich glaube schon. So, erstmal Zeug zusammensammeln fürs Craften. Mehr Munition haben wir gar nicht. Nee, ja, denn nicht. Nehmen wir uns nochmal ein neues Beil. Gut, ich würde sagen, ich gehe da noch nicht hoch. Gucken erstmal hier rein. Wobei, wir brauchen noch so ein Kit, ne? Ohne Kit bringt uns das echt nichts. Okay, dann mal los. Ja, ich hoffe, ich habe keins übersehen. Naja, wir brauchen dieses Vierer-Kit, ey. Wenn ich eins übersehen habe, dann kotze ich. Ihr könnt es mir doch sagen, habe ich eins übersehen? Einer von euch hat es bestimmt durchgespielt. Mindestens einmal. Ah, hi Ellie. Schön, dass du drauf bleibst. Das heißt, wir sind hier eigentlich in Sicherheit. Ich kann in Ruhe mich umschauen. Okay, der sinnloseste Raum aller Zeiten. Ich verstehe. Naja, es ist schön rauszugucken, ne? Muss man schon sagen. Geh wir höher. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. Findest du? Könnte auch ein schlechtes Omen sein. Protokoll aus dem Scharfschützennest. 29.8. Nichts. Hatten die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? 1.9. Ups. Falsche Taste. Ich schon wieder, ey. Ich fasse es nicht. So. 1.9. Noch immer nichts. Mark, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben, ist das wahre Elend. 14.9. Eingang. 5 neue Rekruten aus der QZ Chicago. Ha, endlich. Einer hat mir ein Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. 5.10. Eingang. 6 Typen aus dem HQ. 6 Leute für einen Truck. Da draußen muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Eingang. Vorratslieferung aus dem HUK.
Ach ja, ich habe zwei Äpfel aus einer der Kisten stibitzt. Einer ist für dich. Guten Appetit. Na gut, schreiben wir es einfach in unser Tagebuch. Eingang. 10 Millionen Wölfe, Werwölfe. Die habe ich nur für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. Aha. Das heißt, sie haben in Schichten hier oben gesessen, im Scharfschützennest. Und da war einmal Andrea und der Typ, dessen Nachricht wir hier gerade lesen. Ausgang, 15.11. Speer zur Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Eingang, Speer zurückgekehrt. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. 20.12. Eingang, ein Biologe aus San Francisco. Der ist ein richtiges Arschloch, pass auf ihn auf. Eingang, drei neue Rekruten als Eskorte. Die haben mir wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Ich habe ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin. 22.02. Eingang. 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus. Laborkram. Okay. Wozu schleiche ich? Ich weiß nicht. Ach, höher geht's leider nicht. Schade. Dann wieder zurück zu Ellie. Wir haben jetzt einen Flammenwerfer. Das kann sich sehen lassen. Hallöchen. Gar nicht gesehen. Ich glaube, hier müssen wir sowieso absteigen. Obwohl, kann das Pferd kann da bestimmt rüberspringen, ne? Los, rutsch. Das macht Spaß. Das sah bedrohlich aus. Wieso sollten sie da so Zäune hochziehen? Okay, na los. Ah, gut, zur Verteidigung. Oh, es wird kälter. Es wird langsam Herbst. Ich bleib bei Carlos. Das heißt, wir haben jetzt ich auch... Ich hasse den Namen. Circa Halloween. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies, meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Oh, das sieht mir nach dem richtigen Weg aus. Oder nicht? Oder was würdet ihr sagen? Wir irgendwo noch was funkeln sehen. Glaube ich. Ah, sehr schön. Aber leider nichts. Außer ein Fahrrad, was wir hätten vielleicht gebrauchen können. Könnten wir bestimmt reparieren. Wieder nichts. Ach, da. Was haben wir denn da? Flaschen? Ja gut, als Dekoration könnte ich mir das schon vorstellen, dass da Flaschen liegen. Na gut, gehen wir zu Ellie. Die wartet wahrscheinlich vor der Tür, wo es reingeht. Kommst du? Bleib beim Pferd. Ich schau mal nach. Bist du sicher? Ja, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Ich bin sicher, dass da welche sind. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Wandtafelnotiz. Wir müssen die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. Kein Saft. Nein. Ich versuche mal den Strom einzuschalten. Oh Gott.
Na, ob das was würde, wir können links hochgehen. Ich glaube, das ist besser, als wenn wir rechts hochgehen, ne? Ja gut, ich habe einen Flammenwerfer, ne? So schlimm ist das jetzt nicht. Nur ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich hab zuerst gedacht, das wäre eine Falle hier. Ich muss da mitten rein? Ich dachte schon, das wäre ein Dicker. Okay, mich können nur eins, zwei Stück sehen. Der Rest ist paralysiert. So, bevor der Typ mich aber gleich sieht. Ja, der geht hier raus. Na komm schon, bitte nicht zu weit gehen. Na komm, bitte, 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 bitte. Okay, es ist nur die eine. Wenn wir die ausschalten können, ohne Lärm zu verursachen. Da ist ein verdammter Generator. Okay, wir lassen sie eine Runde ziehen. Dann gehen wir rüber. Wir können den Generator. Oh Gott, wie geht der immer rum? Wir können den Generator nicht anmachen, wenn die ganzen Viecher hier sind. Nein, nein, nein! Dreck! Ah. Brennt! Jetzt brennt doch! Ich glaube, wir haben sie alle erwischt. Wie hat sie mich gesehen? Oh. Wie kann dieser Zombie schlauer als Menschen sein? Ich hätte den Bogen benutzt. Ich hätte den Bogen benutzen können. Wieso denke ich niemals an den Bogen? Ich habe den sogar ausgerüstet. Ist das möglich? Weißt du was, den Bogen, mit dem Bogen laufen wir sowieso noch stealthmäßig durch die Gegend. Deswegen können wir ihn auch im Stealth-Modus ausrüsten. Haben wir irgendwas zum Looten hier? Nee. Na gut, das war zum Glück nur der Flammenwerfer. Nichts Tragisches. Ja gut, was heißt nichts Tragisches? Ah! Ich habe die Munition zurückbekommen. Na, ich habe gedrückt. Oh oh. Ja, wo sollen die herkommen? Ich wollte gerade sagen, es kommen gleich bestimmt mehr Zombies. Aber wo sollen die auch herkommen? Ich hab trotzdem Angst. Erstmal runter. Hey, ich habe überlegt, ich wäre gern Astronauten geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Glaube ich. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl
Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joe, bitte. Oh, bitte. Na gut, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir einmal die Folge und sehen uns dann morgen zu einer neuen wieder. Weiß nicht, kann man da lang? Wir gucken noch mal kurz, ob man da rein kann. Ansonsten wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir morgen lang gehen. Nein, kann man nicht lang. Gut, dann gehen wir morgen wohl in diese Richtung, da wo es offen ist, mit dem Pferdelein. Rutsch doch mal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.